Moin Leute, hier ist wieder Cyrus und willkommen zu einem kleinen Artifact News Video. Kurz einmal der Stand der Dinge. Eigentlich wollte ich ja schon am Montag das nächste Video veröffentlichen, bezüglich der besten Farben im Draft. Allerdings hatte ich da jetzt gerade nicht so viel Motivation zu, denn momentan gibt es bei Artifact einfach nicht so viel, was man machen kann. Das haben viele von euch auch schon festgestellt. Aber das wird sich in der nächsten Zeit zum Glück ändern. Valve ist wieder aktiv geworden und haut jetzt wieder Patches raus, sie sind wieder an dem Spiel am Arbeiten. Und der dieswöchige Patch ist schon mal ein guter Schritt in die richtige Richtung, bringt aber noch keine Erlösung in Richtung Ranked-System oder sonstiges. Aber ein Ranked-System folgt bereits nächste Woche. Dieser Patch bringt erstmal einige Quality-of-Life-Improvements, einige neue Features und einige Bugfixes und anderen Content. In diesem Video gehen wir ein bisschen auf den aktuellen Patch ein, Patch 1.1, und sprechen über die neuen Features und alles, was der Patch so beinhaltet. Fangen wir erstmal an mit einer Kleinigkeit. Es gibt zwei neue Pre-Constructed Decks im Call to Arms Event. Das hat erstmal keinen großen Impact aufs Spiel, ist auch kein wirklich neues Feature. Aber für einen der kommenden Modi, beziehungsweise in diesem Patch erscheinenden Modi, ist dies vielleicht etwas wichtiger. Tendenziell aber erstmal jetzt keine große Änderung. Es gibt ein Mono-Blau-Deck, der Tod von oben, und ein Mono-Black-Deck, dunkle Aggression. Diese beiden Decks lassen sich nun im Call to Arms Event spielen. Und wie gesagt, an der Stelle einfach keine große Änderung, einfach nur noch ein bisschen extra Content für das momentan laufende Event. Und damit kommen wir auch schon zum eben angesprochenen Modus, dem Zufallsmodus. Hierbei treten zwei Spieler gegeneinander an, mit zufälligen Decks aus dem Call to Arms Event. Dadurch sind diese beiden Decks, die hinzugekommen sind, nochmal eine gute Addition, um einfach ein bisschen mehr Variation zu gewährleisten. Und dieser Zufallsmodus hat auch eine Art Ranking-System, kann man sagen, also eine Rangliste, in der man sich mit Freunden oder mit anderen Spielern aus der Welt messen kann. Je nachdem, wie viele Runden man hintereinander gewinnt, ist man halt höher gerankt. Vom Prinzip her nichts Großes, aber ein ganz cooles Feature, kann man vielleicht hin und wieder mal spielen. Und je besser man diese verschiedenen Decks kennt, desto besser wird man hier in der Regel abschneiden, da man einfach abschätzen kann, was der Gegner spielen kann, was zu erwarten ist und so weiter. Und es ist nur ein kleines Feature im Endeffekt, einfach so ein kleiner Zeitvertreib. Und ich glaube, da werden wir auch im Stream auf jeden Fall mal reinschauen. Jetzt kommen wir zu den aus meiner Sicht coolsten Features aus diesem Patch. Mit einem weiteren neuen Modus, dem Jeder-gegen-jeden-Modus, kommen wir gleich noch zu. Und den automatisierten Turnieren vor allem. Diese automatisierten Turniere erlauben es euch, Turniere zu spielen, ohne sie groß selber zu organisieren. Einfach nur draufklicken, reinjoinen und losspielen mit anderen Spielern, die auch ein Turnier spielen wollen. Dies bietet eine gute Abwechslung für Leute, die vielleicht keine Lust haben auf eine Random Queue gegen einen Gegner mit einem Deck. Sondern bietet vielmehr die Möglichkeit, so ein bisschen Turnierfeeling zu kriegen, wo man dann auch sagen kann, hey, ich habe schon so und so viele Turniere gewonnen. Und viel wichtiger noch ist, diese automatisierten Turniere könnten auch ein Indikator sein für das, was sie am Anfang geplant haben, und zwar, dass sie Turniere in-game ausstellen mit Preisgeld. Ist also schon ein sehr großer Schritt in die richtige Richtung, in eine gute Richtung, um Modi zu bieten, die einen auch ziemlich cool rewarden könnten, ist aber an der Stelle gesagt reine Spekulation. Dennoch finde ich dieses automatisierte Turnierfeature ziemlich cool, muss ich sagen. Und ich bin gespannt, was man da für Formate haben wird und wie das Ganze so aussehen wird, wie sich das zusammensetzen wird. Ich denke aber overall, ziemlich cooles Feature, gefällt mir. Wie eben angesprochen, gibt es jetzt einen Jeder-gegen-jeden-Modus. Hierbei kann sich jeder Spieler einfach einzeln eintragen und hat dann 3 Stunden Zeit, möglichst viele Gegner herauszufordern. Und nach den 3 Stunden werden die Gewinne des Spielers gezählt. Und der Spieler mit den meisten Siegen innerhalb dieser 3 Stunden wird im Endeffekt zum Sieger erklärt. Ist also ein riesiges, großes Schlachtfest, kann man sich vorstellen. Könnte Spaß bringen, ist aber auch, denke ich mal, eher was für so zwischendurch, nicht so für durchgehend. Schön aber hierbei ist auch, man kann das Ganze in den eigenen Turnieren, also in den Custom Tournaments, einstellen und so auch mit der Community zum Beispiel bei Streams oder sonst wie organisiert eine riesige große Keilerei beginnen. Also ich denke, es ist ein ganz cooles Fun-Feature. Man wird auch das vielleicht ein oder andere Turnier damit sehen, mit einem kleinen Preisgeld oder sonst was, also stelle ich mir schon cool vor. Des Weiteren sehen wir hier noch, dass wir jetzt endlich auch interagieren können mit unserem Gegner. Ähnlich wie man das bei Hearthstone schon hat, aber in besser im Endeffekt, kann man dem Gegner jetzt vorgefertigte oder eigene Nachrichten über die Helden ausgeben. Bedeutet also, wenn wir zum Beispiel eine Luna in der ersten Lane haben und dann Y drücken, öffnet sich unser Chatrad. Wir können dann vorgefertigte Nachrichten schicken, die dann auch von den Helden synchronisiert worden sind. Oder auch wir nutzen einfach die eigene Nachricht, die wird dann allerdings nicht vorgelesen. Das wäre natürlich auch absoluter Nonsens. Aber eine ziemlich coole Möglichkeit, um endlich auch mit dem Gegner zu interagieren. Und ich finde das Ganze overall ziemlich cool gelöst, auch dass es von den Helden auf den jeweils einzelnen Lanes dann kommt. Und auch wenn man sich schon eine andere Lane anguckt, sieht man dann auf der ersten Lane zum Beispiel, wird so eine Nachricht geschickt vom Gegner. Und diese Nachricht erscheint dann auch links am Rand, dass man sieht, dass es auf der ersten Lane gerade gesprochen wird, also ziemlich cool. Und ich denke, das gibt dem ganzen Spiel auch nochmal ein anderes Spielgefühl insgesamt. Weil viele haben sich auch beschwert, dass das Spiel sich anfühlt wie ein Singleplayer-Game und so hat man halt die Möglichkeit wirklich zu interagieren. Und wenn der Gegner einem wieder mal auf den Sack geht, dann schreibt man ihm das einfach. Ziemlich nice. Kommen wir zu den letzten beiden Features des Patches. Diese sind eher speziell und für eine kleinere Gruppe von Leuten vielleicht wichtig.
Zum einen kann man jetzt mehr gegen die AI spielen, es gibt da nochmal weitere Modi. Aber da es sich hier um ein Online-Multiplayer-Card-Game handelt, finde ich dieses Feature eher unnötig mit den Bots. Ist aber sicherlich was für den einen oder anderen. Vielleicht findet ja der ein oder andere von euch Gefallen daran. Ich persönlich werde diesen Modus nicht nutzen. Was ich hier deutlich cooler finde, ist der Modus für Farbenblinde. Denn wie in eigentlich allen Valve-Games gibt es diesen Modus, um auch Leuten, die farbenblind sind, die Möglichkeit zu geben, dieses Spiel in vollem Umfang zu genießen. Man sieht hier, die Kontraste sind etwas anders. Wir haben hier viel dunklere Farben bei Rot zum Beispiel. Generell die Symbole an den Karten symbolisieren auch nochmal, welche Farbe es darstellen soll. Und das dürfte für Leute, die farbenblind sind, wirklich eines der wichtigsten Features überhaupt sein. Finde ich also hier sehr, sehr gut, dass sie es eingebaut haben. Und zum allerletzten Punkt, der Aussicht auf den nächstwöchigen Patch. Hier auf dem Bild sehen wir, dass Valve in ihrem Ankündigungspost bereits von dem Patch von nächster Woche spricht. Sie sagen, dass dies nur eins von vielen Major-Updates für Artifact war. Und wir alle wissen, dass der Start von Artifact eher missglückt ist. Allerdings ist Valve wirklich hart dran am Arbeiten, dass sie es hinkriegen und dass sie aus Artifact das Spiel machen, was wir uns alle wünschen. Nächste Woche, der Patch beinhaltet auf jeden Fall ein Ranked-System, was dann auch deutlich mehr Langzeitmotivation gibt und auch einem wirklich den Grund gibt zu spielen. Auf dieses Update freue ich mich wirklich wahnsinnig, weil gerade bei Leuten wie mir, die halt schon bereits fast 200 Stunden in Artifact haben, ist es schwer derzeit eine Möglichkeit zu finden, das zu spielen, deswegen kommt auch im Moment etwas weniger Artifact-Content von mir. Wird sich aber in Zukunft wieder rasant ändern, wenn sie weiterhin solche Updates bringen. Muss man an dieser Stelle einfach mal positiv erwähnen. Das war's zu dem Artifact News Video, doch länger geworden als ich dachte. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen da, lasst gerne ein Abo da und checkt auf meinem Twitch-Kanal vorbei auf twitch.tv/cyrus. Was YouTube angeht, sehen wir uns beim nächsten Video. Bis dahin, ciao.